Das heißt, diese Folge muss ich mich um das Öl kümmern. Und für Plastik bekommen. Ja, ja. War vorher noch ein, zwei andere Sachen. Zum einen habe ich vergessen, das Ding hier zu beschränken. Danke für den Hinweis. Noch irgendein von euch? Nee, ne? Die schweigen alle still. Hier arbeitet nichts. Okay. Also, Plastik. Plastik war das eine. Dann war noch ein Hinweis, dass ich doch gar keine Solarpanels mehr herstellen brauche. Was richtig ist. Weil wir ja eigentlich immer die Vorgängerversion bekommen. Das heißt, die Fabriken hier könnte ich jeweils zerstören. Also abreißen. Weil wir haben überall grün und fangen jetzt schon an, die hellblauen zu machen. Also mach die mal weg. Nimm die hellblauen raus. Was fehlt da jetzt? Wahrscheinlich die Conduits, ne? Die Conduits sind da. Weiße Chips. Achso. Da fehlen. Ja. Öl. 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 Immer wieder Öl. Hier. Das kann eigentlich auch noch weg, ne? Ja, das kann auch noch weg. Das gehörte zu. Oder? Warte mal. Hä? Ach, du hast gar nichts mit dem Öl zu tun. Du wirst da gar nicht mit verbunden. Du machst einfach so Schwefelsäure. Ja, dann darfst du da bleiben. Wir. Ja, komm, machen wir das hier hin. Ich hätte gerne. Die ganzen Sachen von. Das da weg, das da weg, das da weg. Die ganzen Sachen, die wir eben gerade abgerissen haben von dem Öl, die hätte ich jetzt gerne wieder in meinem Inventar. Und zwar. Wo sind die? So, das sind die Chemical Plants, die hätte ich gerne. Dann hätte ich aber auch ganz gerne die Raffinerien da. Und das war schon. Es wird sich fast anbieten, das hier hinzumachen. Wobei auch das später alles ersetzt wird. Angesprochen wurde auch ein Außenposten, den wir machen könnten. Nur für genau das. Also für Öl und so Gedöns. War es ein bisschen übertrieben. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass wir hier in dem Kerngebiet quasi überall die Fabrik machen können. Also so eine Art L. Von da bis da, 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 bis da bis da. Das L hier. Dass das einigermaßen einheitlich aussieht. Der Rest hier, das geht dann schon irgendwie. Also baue ich jetzt hier unten das hin. Nicht Chemical Plants, wir brauchen Raffinerien. Eine Raffinerie nur? Ja, okay, gucken wir mal. Also wir bauen hier eine Raffinerie hin. Schwupp. Die kriegt von irgendwoher Öl. Wahrscheinlich irgendwelche Replikatoren. Mit 4er Speed. Zum Beispiel. Das wird nicht aufgehen. Mach die mal höher. Immer noch nicht die. Die da. Mach dich mal dahin mittig. Und dann kommen hier Replikatoren hin. Ja. 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 Welche seid ihr? Ihr seid die Einer. Dann kann ich den mit überschreiben. Die 0,5er richtig. Was waren Zweier? Das ist ein Modules Lab. Hör auf, Sachen zu platzieren, Gerogon. Da, so, stell her Öl. Stell her Öl. Stell her Öl. Den brauchen wir gar nicht mehr. So. Das alles dahin. Und dann bitte. So. Du bekommst jetzt. Ach, du brauchst Wasser. Hiermit brauchst du kein Wasser. Wir brauchen, glaube ich, primär. Was brauchen wir primär? Keine Ahnung, ich mache trotzdem das mit dem alten. So. Jetzt kommen da drei Sachen raus. Ist auch weg. Wir brauchen primär das Plastik. Also machen wir zuerst die Dinger mit dem Plastik. Und zwar hier. So, ihr stellt nur Plastik her. Dafür braucht ihr Petroleumgas und Kohle. Plastik, Plastik, Plastik. Nochmal alt. Das geht natürlich alles nicht auf. Stelle her. Steinrohre.
So, so. Dann bekommt ihr jeweils eine Kiste. Da, da, da. Eine Kiste da, da, da. Und ihr hättet gerne einfach nur Kohle. Shift rechts, Shift links, Shift links. So, so, so. Hier komme ich durch? Ja, komme ich. Das Leichtöl machen wir jetzt. Was, woraus stellt eine Resin aus? Schweröl, ne? Was war das? Da. Aus Holz oder aus Schweröl. Das heißt, das Leichtöl machen wir jetzt zu Petroleumgas. Das Leichtöl machen wir jetzt Petroleumgas. Da tun das also hier direkt rein. Du brauchst Wasser. Warum brauchst du Wasser? Das ist nicht gut. Da wird das Ganze ja doch ein bisschen anstrengender, als ich dachte. Machen wir so. Hier irgendwo eine Wasserpumpe. Haben wir eine Wasserpumpe? Gib mir bitte. Das ist ein Kompressor, eine Wasserpumpe. Bist du? Da bist du. Gleich verdoppelt. Yay. Das heißt, du machst... Oh, das wird friemelig. Du splittest bitte das. Das heißt, da muss Wasser hin und da muss Wasser hin und trotzdem muss irgendwie da... Ach Gott. Wasser? Nein, ah, oh, oh, oh. Läuft alles nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Nimm mal ein Blueprint hiervon. Und reiß es dann ab. Dann bauen wir später neu auf. Das heißt, ich mache es jetzt erstmal so, dass wir das Leichtöl verarbeiten. Und dann darüber irgendwo die Plastiksachen neu aufbauen mit dem Blueprint. Das heißt, das Petroleumgas geht hier unterirdisch. Kommt da oben irgendwo raus. Und dann kommen hier jetzt die Fabriken hin, die das Leichtöl verarbeiten. Und die kriegen dann einfach von rechts eine Wasseranlieferung. Es geht auch so nicht. Nebeneinander. So, so. So, so, so. Brauche wahrscheinlich eh nur zwei davon. Das ginge schon eher. Ja. Dann könnten wir das damit verbinden. Also jetzt die Wasserpumpe. Wo bist du? Da bist du. Wasserpumpe. Wasserpumpe. Ich mache das direkt dran, damit sich dann nichts vermischt. So. Dann das Leichtöl von hier aus. Nach da und da und da dann unterirdisch, damit man nicht drüber stolpert. Da noch mehr. Oh, dann verbindet sich es da. Ah, ihr wollt mir das echt nicht einfach machen, ihr Jungs. Du, da, von hier aus nach da. Ernsthaft? Dahin. Okay, das kann klappen. Und von da aus unterirdisch darüber und von da aus da hoch. So, richtig? Richtig. Was? Also ihr habt noch kein Leichtöl. Ja, das kommt erst gleich. So, und das Schweröl wird verarbeitet zu Resin, direkt hier oben dran. Das braucht, glaube ich, auch nichts dazu. Das ist sehr einsteigerfreundlich. Haben wir noch irgendwas? Polishing Compound. Polishing Compound könnten wir nutzen, um die Edelsteine wesentlich effektiver in die nächste höhere Stufe zu bringen. Aber wir brauchen keinen wesentlich effektiver, das ist okay. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Liquid Fuel.
bräuchte ich wahrscheinlich für irgendeinen Generator. Nee. Nee. Wie? Hallo? Oh, eine Mauer wird beschädigt. Ganz gefährlich. Du, da, go. Hier. So. Kriegst noch ein Speed-Modul. Kriegst eine Kiste und dann gucken wir, ob das hinhaut. Also mit dem Öl nachschieben und alles durchgehend laufen und so weiter. Sonst können wir hier ja auch noch die Öl reinhauen, die unseren Stromverbrauch noch mehr in die Höhe treiben. Achso, Abnehmer für das Petroleumgedöns, genau. Mach bitte. Und jetzt müssten hier die Plastikfabriken hin. Oder, oh, noch besser. Das ist ja schon fast. Fast elegant ist das ja schon fast. Nicht wirklich. Du machst bitte hier Plastik. Und kriegst da so um die Ecke ganz eleganten Eingang. Und dann kriegst du hier noch eine blaue Kiste und die hätte jetzt gerne Kohle. Und das ganze Blueprint, was ich vorhin gemacht habe, kann ich nicht dran treten. Ah, es klingt doch gut. So. Und du kriegst auch Speedmodule. Also, wir kriegen wieder Plastik, wir kriegen wieder Resin und wir haben gerade einen komplett neuen Sonnentag geschenkt bekommen. Das ist schön. Kohle. Kohle. Schön, dass wir die Füllbox da herstellen, aber wir sind eigentlich... Naja, sie helfen ein bisschen, ist okay. Haben ein bisschen was an Kohle. Mach mal... größer. Mach mal hier so eine bessere Kiste. Einfach nur, weil der Puffer noch ein wenig größer wird. So, das hätten wir. Also sollten jetzt die weißen Chips wieder mehr produziert werden und dementsprechend alles, was von weißen Chips abhängig ist. Okay. Wir wollten upgraden die Solar Panels und die Akkus Richtung Westen. Das war noch relativ wichtig. Wir wollten im Auge behalten, wie die Ressourcen sich entwickeln, aber Eisen ist schon wieder bei 80.000 und Kupfer bei 40.000. Das pendelt sich da irgendwie immer ein. Tin ist bei 26.000, das ist sehr schön. Gold ist bei 9.200. Was nicht ganz so hoch ist, ist Kobalt, das ist nur bei 1.400, das ist aber auch noch vertretbar. Ja, doch. Lässt sich mit leben. Du kannst weg. Und die hier müssten ersetzt werden. Kurz warten, nicht zu viel auf einmal, wir wissen ja und so, ne? Habe ich noch Flying Frames? Ja, 18 Flying Frames. Bau bitte Construction Bots mit den Flying Frames. So, alle weg, alle weg. Brupp, 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 brupp. Brupp, brupp, brupp. Ich habe auch noch die Topaz-Türme bei mir im Inventar. Die könnten wir auch noch schön verteilen. Allerdings nur drei bisher. Kann ich die restlichen auch noch bauen? Nee, es fehlen weiße Chips. Ja, das sollte sich eigentlich sehr schnell beheben, das Problem, oder? Ich meine, das Plastik wird doch direkt bei diesen Basic Components da umgewuselt. Hier unten irgendwo. Die laufen relativ schnell. Also ich kann sie noch schneller laufen lassen mit meinen Speedmodulen, aber eigentlich sollten die beiden das doch schon schaffen, oder? Geh mal dahin. Guck einfach mal nach und dann passt das. Du hast kein Speedmodul drin und ihr werdet instant abgeholt. Okay, go. Einer Speedmodul halt. So. Alle abgeholt. Wird sich auch eine ganze Weile lang nicht ändern, denke ich mal. Solange bis alle Kisten, die anfordern, gefüllt wurden. So, hier. Ihr fordert weiterhin gelb an, richtig. Macht daraus grüne. Du forderst gelb an, machst daraus grüne. Die werden weitergereicht. Das heißt, sobald später alles grün ist, können wir die hier abreißen. Und dann wandert das quasi so weiter.